Diese Affäre bestimmte die Schlagzeilen. 1992 war das geheime Techtelmechtel von Lady Di und ihrem Reitlehrer James Hewitt aufgeflogen. Jetzt hat der ehemalige Polospieler erstmals öffentlich über seine Beziehung mit der Prinzessin der Herzen gesprochen. Hartnäckigen Gerüchten, er sei der leibliche Vater von Dianas jüngstem Sohn Prinz Harry, erteilte er dabei eine klare Absage. So habe die Affäre mit Lady Di erst 1986 begonnen. Harry wurde indes bereits 2 Jahre zuvor geboren. Anlass für das jetzige Interview ist der 20. Todestag Dianas. Die damals 36-Jährige war 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen. James Hewitt lebt inzwischen zurückgezogen im Südwesten Englands.